Überheblichkeit, wer sich selbst erhöht. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Doch wer sich ehren lässt vor seinen Mitmenschen, dessen Lohn im Jenseits wird wahrlich ein geringer sein. Denn er hat seinen Lohn schon darin. Ihr Menschen seid ihr nur deshalb auf die Erde gekommen, weil ihr noch unvollkommen seid. Ansonsten ihr schon in das Reich der seligen Geister eingegangen wäret, das den Vollkommenheitsgrad voraussetzt. So ihr aber unvollkommen seid, wie könnt ihr dann Ehrung verlangen vor den Mitmenschen? Wie könnt ihr euch ehren lassen, die ihr vor meinen Augen noch nicht bestehen könntet, so ich euch plötzlich abrufe von dieser Welt? Wer sich erniedrigt, wird erhöht werden. Also setzt eine Erhöhung in meinem Reich folglich eine Demut voraus, die ihr nicht nur mir, sondern auch den Mitmenschen gegenüber beweisen sollt. Wobei zwar nicht eine Unterwürfigkeit und kriechendes Dienen verstanden werden soll. Doch niemals sollt ihr euch Menschen überheben. Was euch an Geistesgaben unterscheidet, was ihr an Talenten, regem Verstand oder sonstige Fähigkeiten besitzt, das ist nicht euer Verdienst, sondern euch von eurem Schöpfer und Vater je nach eurer Bestimmung auf Erden gegeben worden. Also dürfen euch diese Gaben nicht überheblich werden lassen, sondern nur dankbar dem gegenüber, der euch so reich ausgestattet hat. Ihr sollt euch aber dennoch dessen bewusst bleiben, dass eure Seele noch unvollendet ist und dass sie allein es ist, die den Körper überlebt. Dass also alle irdischen Gaben vergehen, wie ihr selbst eins vergeht und aus eurer Seele nichts übrig bleibt, das euch das Recht gibt, überheblich zu sein. Darum ziemt es sich auf Erden nicht, dass einem Menschen übergroße Ehrfurcht erwiesen wird, dass die Menschen, die seine Brüder sind, sich vor ihm neigen oder ihm dienen, zu Füßen liegen. Es ziemt sich nicht, dass ein Mensch sich Ehre erweisen lässt, die ihn zu einem König erhebt, wenn ihm solche Herrschaft nicht übertragen ist. Denn selbst jeder irdische Herrscher soll für seine Untertanen als liebevoller, väterlicher Machthaber gelten. Will er sich ihre Liebe erringen und nicht nur gefürchtet sein, dann wird ihm von selbst auch jeder Untertan die Ehre bezeugen, die ihm gebührt. Dieser aber ist als irdischer Machthaber über die Menschen eingesetzt, durch meinen Willen. Doch auch diese Überheblichkeit ist keine Tugend, sondern eine Schwäche und ein Fehler vor meinen Augen. Ihr Menschen seid alle gleich vor mir. Ihr solltet untereinander wie Brüder sein. Ihr solltet einer dem anderen in Liebe dienen. Dann bewegt ihr euch auf Erden wie meine wahren Kinder. Und ihr bleibt demütigen Herzens. Denn immer sollt ihr meinen Gang auf Erden vorstellen, wie ich mitten unter den Menschen wandel mit meinen Jüngern, denen ich wie ein Bruder und Freund zur Seite stand und die ich auch brüderlich belehrte. Mir stand wahrlich alle Macht zu Gebote, und ich konnte mir alles schaffen, irdischen Reichtum und Ansehen auf der Welt. Ich hätte können herrschen wie ein König und alle Ehre für mich in Anspruch nehmen. Doch ich sah nicht das Hohe, ich sah nur das Elende, Schwache, und beugte mich zu ihm hernieder. Ich kannte keine Überheblichkeit und suchte nicht Ehre und Ruhm von Menschen. Ich gab nur Liebe und verlangte auch nur Liebe von den Menschen. Und wer mir nachfolgen will, der soll in Liebe dienen, niemals aber in Macht herrschen wollen. Dann erst kann er über Großes gesetzt werden in meinem Reich, wenn er sich auf der Erde selbst erniedrigt hat, gleich mir. Amen.